Am morgigen Sonntag erwartet uns dann doch jetzt ein teilweise auch sehr, sehr kräftiges Schneetief, das dann Schneefälle doch bis ganz runter bringen könnte. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Update ein bisschen genauer an. Und dazu habe ich mir jetzt einfach dieses Bild jetzt hier herausgesucht mit diesen Kirschblüten, was jetzt zum Frühling passt mit diesen möglichen kräftigen Schneefällen. Schauen wir dann jetzt als allererstes mal auf die Nacht von heute auf morgen und da werden wir dann doch schon verbreitet in Deutschland zumindest Bodenfrost bekommen. Im Nordosten und in den Alpen wird es wohl am kältesten werden. Hier werden dann doch aktuell Temperaturen bis zu minus 15 Grad berechnet, auch in Oberstdorf da sind minus 12 Grad und das gäbe dann doch einen neuen, ja, Frostrekord bei uns in Deutschland. Die Tagestiefstemperatur in Oberstdorf war doch bei minus 12 Grad, bei minus 11 Grad. Und dieser Rekord könnte dann doch eingestellt werden. Schauen wir dann jetzt auf die Wetterlage und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut hier diese Kaltluft, die dann am morgigen Sonntag uns erreichen würde mit diesem großen Kaltluft. Ja, Eider, was dann da über uns liegen würde mit sehr, sehr kühlen Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und das wären dann die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Die schauen wir uns gleich für Deutschland noch ein bisschen genauer an. Aber hier sehen wir dann doch, wie diese kalte Luft dann doch aus Ost, Nordost uns erreichen würde. Diese sehr, sehr warme Luft, die würde uns erstmal nicht erreichen, weil der Atlantik dann doch geblockt wäre. Und da hätten wir dann zu eine sehr, sehr kühle Temperaturabweichung in 1500 Metern Höhe von um die 8 Grad. Also bei uns in Deutschland wäre es dann doch ja, 8 Grad zu warm. Also das könnte dann doch eine sehr, sehr kühle Angelegenheit jetzt in den nächsten Tagen noch werden. Aber auch hier auf dem Atlantik eher diese zu warmen Temperaturen. Wie gesagt, die werden uns jetzt wohl erstmal nicht erreichen. Dann schauen wir auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die dann jetzt hier berechnet werden. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut hier diese sehr, sehr ja, kühlen Temperaturen von teilweise bei minus 8 Grad hier im äußersten Nordosten. Und das könnte dann doch relativ kühl werden. Und dazu gäbe es dann doch dieses Schneetief. Hier jetzt einmal nach dem alten Modell. Und da gäbe es dann dieses Tief, das dann hier einmal über dem Süden liegen würde. Und außenrum gäbe es dann doch teilweise Schneefälle, die dann mal bis weit runter wohl als Schnee fallen könnten. Ganz unten wird es wohl der Regen werden, aber vielleicht so 1 bis 200 Meter runter kann es dann doch teilweise Schneefälle geben. Und auch das EZMWF-Modell berechnet diese Schneetief mit diesen teilweise Schneefällen, die hier bis ganz runter fallen würden. Also, da sehen wir dann doch sehr, sehr gut, dass wir dann ja teilweise diese Schneefälle bis weit runter doch bekommen werden. Auch das GFS-Modell berechnet jetzt mittlerweile dieses sehr, sehr kräftige Schneetief doch mit diesen Schneefällen, die dann bis weit runter fallen könnten, im Süden sogar teilweise bis ganz runter durchaus. Auch hier Richtung Sauerland und Eifel auf 1-200 Meter wohl runter. Örtlich mal Schneefälle durchaus möglich. Also, das riecht dann doch, oder das, ja, das sehen wir dann doch, dass wir eine sehr, sehr ja, schneereichen, einen sehr, sehr schneereichen Sonntagvormittag haben werden und das teilweise bis weit, weit runter. Schauen wir uns die Temperaturen in 2 Metern Höhe, also die Tiefstemperaturen auch von morgen auf übermorgen an, also von Sonntag auf Montag. Und da sehen wir dann doch, dass wir weiterhin in Deutschland verbreitet Tiefstemperaturen im Frostbereich bekommen würden, im Nordosten. Im Nordwesten vielleicht 1 bis 2 Grad, da gäbe es dann wahrscheinlich nur den besagten Bodenfrost, den Luftfrost eher nicht, aber sonst hier verbreitet in Deutschland eher auch mal ja, Luftfrost durchaus möglich. Die Tiefstemperaturen von Montag auf Dienstag schauen wir uns auch noch an und da gäbe es dann doch verbreitet in Deutschland die Tiefstemperaturen von 1 bis minus 5 Grad. In den Alpen teilweise auch mal bei minus 14 Grad, vor allem über Schneeflächen wäre das dann doch der Fall. Die Schneehöhen wollen wir uns auch noch anschauen. Also der Schnee, der bis zum 22.04. fällt, hier einmal nach dem Eikenmodell und da gäbe es dann doch hier in Süddeutschland verbreitet bis ganz runter dann doch mal eine Schneedecke. Aber auch wenn wir nach Norden schauen, mit diesem Schneetief gäbe es dann doch einiges an Schnee, teilweise Eifel bis zu 5 cm, Süddeutschland bis weit runter, teilweise auch mal bis zu 5 bis 8 cm durchaus Schnee. Aber auch sonst, wenn man weiter Richtung Norden schaut, Richtung Hessen, dort gäbe es dann wohl in Hessen, in Gesamthessen, eine Schneedecke von wohl 1 bis 5 cm. Also das riecht dann doch nach einem sehr, sehr schönen weißen Sonntag, wo man auch wieder in die Winterlandschaften schön fahren kann und wieder spazieren gehen kann.
Das GFS-Modell berechnet auch Schneehöhen, hier vor allem einmal Richtung, ja, wie soll ich sagen, Richtung Erzgebirge und Schwarzwald bis zu 30 cm, aber auch sonst im Süden gäbe es dann doch hier und da mal ein bisschen was an Schnee. Und weiterhin auch in der Eifel und im Sauerland haben sie bis zu 20 cm Schnee, die hier aktuell wohl berechnet werden. Also da wäre in Sachen Schnee dann doch einiges möglich. So wie auch in den Alpen haben sie bis zu 60, 65 cm Schnee. Und das wollen wir uns jetzt auch nochmal kurz die Schneehöhen nach dem Alpenmodell anschauen. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut hier im nach dem Alpenmodell diese Schneehöhen, die dann teilweise bis zu 60 cm auch in den Alpen betragen würden. Und wenn wir nochmal zurückgehen, jetzt hier auf das GFS-Modell, auch bis zu 60 cm, da gäbe es dann doch an den Alpen wohl eine mächtige Schneedecke. Jetzt als nächstes blicken wir mal ein bisschen weiter. Schauen wir auf den 30.04. hier nach dem EZMWF-Modell und dieses Modell berechnet dann doch hier vor allem im Westen, im Osten und Südosten wieder Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen 10 und 15 Grad. Und das könnte dann doch wieder ein sehr, sehr warmer Tag werden. Und wieder Richtung Westen wäre es wohl ein bisschen kühler. Hier nicht diese sehr, sehr großen Höchsttemperaturen am 30.04. Die Tageshöchsttemperaturen sehen dann wie folgt aus. Und dann hätten wir dann doch hier im Osten teilweise wieder 25, 26 Grad. Im Westen zwischen 13 und 17 Grad die Temperaturen. Also in Deutschland wird es dann wohl nicht mehr so kühl werden, wie wohl jetzt in den nächsten Tagen. Dann wird es wieder Schritt für Schritt wohl wieder aufwärts gehen mit den Temperaturen. Also es wird wohl wieder schön warm werden mit dem ein oder anderen Sommertag. Und jetzt zum Schluss kann ich mich einfach nur noch bedanken für mittlerweile 1387 Abonnenten. Ihr bringt mich unfassbar weiter aktuell. Nur noch 13 Abonnenten, dann haben wir die 1400 geknackt. Ja, ich bin sprachlos bei eurem ganzen Support. Und wir sehen uns dann vermutlich morgen, außer später mache ich noch ein Video. Aber sonst vermutlich morgen zum morgendlichen Wetterupdate oder vormittaglichen Wetterupdate. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschalten würdet. Macht's gut, bis zur nächsten Wettervorhersage und nochmal vielen, vielen Dank für euren Support. Und übrigens, vielleicht hört ihr es, mir geht's wieder besser. Jetzt kann ich ohne große Erkältung meine Wetterberichte machen. Wir sehen uns dann im nächsten Update wieder. Vielleicht schickt ihr mir der ein oder andere jetzt auch mal ein Bild vom Schneefall am Sonntag. Ich würde mich freuen. Ja, macht's gut. Bis dann und ciao.